So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Mario Party. Nun sind wir in Regenbogen Brett angekommen und im Moment hat noch keiner Sterne gesammelt und Mario kann ja den Stern nicht leisten. Und nachdem er den Tod besucht hat, dann dreht sich um und nun kommt Bowser zum Vorschein. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Natürlich, du wirfst eine 10, du Honk. Ja, ich gehe nach rechts. Ach komm, Peach, würfel eine 4. Oder so. Aber wenn man den Bowser besucht und einen Stern besitzt, dann gibt er uns eine Z-Star und es wird dann ein Stern abgezogen. Na super Peach! Jetzt hast du wieder umgeswitcht. Ach du liebes bisschen. Jetzt darf ich in der nächsten Runde keine hohe Zahl haben. Der geht freiwillig nach unten. Der geht freiwillig nach unten. Weh, du verkackst jetzt Donkey Kong. Dann spiele ich Donkey Kong Arcade Game und da werde ich dich besiegen. Ja, Gott sei Dank nur 10 Münzen. Weil somit könnte ich ja noch den Stern leisten. Ach, das gibt's nicht. Nicht schon wieder 3 Szenenwahnsinn. Wie oft? Da hab ich's immer verkackt. Ich wette, ich falle wieder hinunter. Alter, ich hab doch nichts. Ey, das könnt ihr vergessen, Leute. Das könnt ihr vergessen. Ich hab immer auf B gedrückt, um zu bremsen. Aber nein. Also ich hasse dieses Minispiel. Ich habe da noch nie gewinnen können und das werde ich wahrscheinlich auch nie. Ha, echt böse. Nein, das war zu viel! Verdammt! Verdammt, seist du! Ey, wie viel Mütze verlangt er denn? Yeah.
Na toll, jetzt bekommt er den Stern, ne? Das ist so unverdient. Aber wenigstens dieses Minispiel kann ich gewinnen. Aber ich gebe noch nicht auf. Los geht's! Hey, jetzt nicht nachlassen, du! Hey, 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 hey! Was seid ihr für lahme Luschen? Alter! Die Konkurrenten helfen mir nicht mal! Alter! Ja genau, jetzt müsste ich das alles alleine machen hier! Genau, mit drei hättest du mir geholfen! Naja, ich warte erstmal ab, wie es sich dann weiter verläuft. Komm, Kugelchaos! Jawohl! Das haben wir ja nämlich noch nicht gespielt. Ich darf nicht vergessen, dass ich Mario bin, ne? Ich darf nicht vergessen! Weil ich verwechsel gern mit Charakteren. Na komm! Schachmatt für Peach! Verdammt! Du blöder Affe! Na komm, ich möchte schon gewinnen, hey! Hey, 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 hey! Keine Teamarbeit! Na also, geht doch! Es gibt auch ein paar Minispiele, das mit Unentschieden beenden wird. Ja, besser sammle ich die Münzen. Super Mario, super! Als irgendwie habe ich echt eine Glückssträhne, was mit Würfeln angeht. Ja, so kann es ruhig bleiben. Geh nach rechts. Na ja, sag ich doch. Aber leider wird er dieses Minigame gewinnen. Da bin ich mir sehr überzeugt.
Da muss er schon einen riesigen Patzer erlauben. Also legen wir los. Wie bitte? Wie hat jetzt Donkey Kong verloren? Der ist doch nicht hingestolpert. Epic Fail. Oh, jetzt kommt Chance Time. Aber ich habe eh keinen Stern. Da könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Schade, dass er nicht so viel Mützen hat. Aber nächster wird Wario den Stern holen. Eine 8. Ah, wenn schon, denn schon. Weil ich sammle jetzt wirklich für den Münzstern. Ah, nur noch 4 Mützen mehr, dann hätte es schon ausgereicht. Daumen hoch, Peach. Daumen hoch. Also wird Wario erst den Bowser kontaktieren. Also dieses Spiel konnte ich ja auch noch gewinnen. Ich mache mit A und Z. Da ist es sehr effektiv. Also den Münzstern und den Minispielstern wird auf jeden Fall an mich gehen. Aber ich weiß nicht, wie viel Münze bei Bowser kosten wird. Ich hatte ja über 20 Münzen schon abgezogen gekriegt. Ja, Gott sei Dank habe ich ja ein paar Münzen vor Wario geklaut. Sonst wäre ich bankrott, hätte nichts bekommen. Ja, das war ja klar. Dass das passieren musste. Kaum 20 Münzen, wenigstens 20 Münzen. Ha, echt gemein. Ja, okay, dann würden ja alle gegen mich spielen. Nicht wahr, Donkey Kong? Na, natürlich, du willst nur mit mir spielen, damit du Geld kriegst. Gut, dann spielen wir Bombsketball.
Also Basketball mit Bomben. Natürlich, und die haben Ballbesitz. Das gibt's doch gar nicht. Hey, hey, hey! Yes! Danke, Donkey Kong! Finish! Was für cooler Teamplayer! Also wenigstens könnten die da den Stern nicht leisten. Der wirft schon wieder eine 10. Nein, nicht schon wieder im Minusfeld. Ich muss auf jeden Fall vor Wario an dem Tod rankommen. Ja, und jetzt darf sie noch ein Einzel-Minigame spielen. Dancing the Limbo. Also nach dem Stand wird es es nicht schaffen. Das ist je nachdem, wie schwer die Parkour ist. Miss! Oh no! Als Peach ist echt dumm zu scheißen, muss ich sagen. Ah ja, jetzt kommt er zu Bowser und da muss er eh all seine Mützen abgeben. Also in der nächsten Runde muss ich echt wirklich jetzt hohe Zahlen würfeln. Oder gegebenenfalls auf dem grünen Fragezeichenfeld landen. Natürlich, ich bekomme immer das beschissenste Minispiel. Weil das ist die größte Demütigung, den es gibt. Ja, natürlich! Wie kommt die da so schnell das Geld kassieren? Hey, 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 hey! Jetzt nicht übertreiben, Idioten! Finish! Oh. What? Wenn die Konkurrenten kein Geld gekriegt haben? Yes! Da habe ich nur 5 Münzen Abzug gekriegt. Hammer geil! Das gibt's doch gar nicht. Der hat schon wieder eine 10 gewürfelt. Ach komm, warum nicht eine 3? Komm, eine 1. Okay, jetzt eine 5. So ein Mist.
so ein Mist. Oh, nicht zwei. Drei. Das gibt's nicht. Ich werde schon wieder den Boss erreichen. Ich hab nie Glück in jedem Spielbrett. Oh, der hat Boss erwischt. Also, es wird wohl nix. Der kriegt zwar ein paar Münzen, aber... Aber nicht 10. Ey, wie dumm ist der eigentlich? Der hat nur ein Pärchen. Obwohl die Zeit schon rum ist, kriegt er schon 4 Münzen. Was für ein Betrug! Es gibt doch keine Nachspielzeit! Also die kranke Scheiße geht weiter, Leute. Das hätte ich nie gedacht, dass sowas weitergehen kann. Ah komm, ich kaufe Varus ein Geldsack. Ah, nur eine mickrige Münze. Hey, hey, hey. Verdammt! Verdammt doch mal! Nur eine Münze. Ja gut, wenigstens habe ich ja ein paar Münzen. Ja okay, ist ja gut. Das sind ja nicht 10 oder so. Ja okay, 9 Münzen. Gut, damit kann ich mich auch noch anfreunden. Und was passiert jetzt hier? Ah ja, schon wieder eine 10. Alter, wie hätte ich da ihn überholen können? Gar nicht. Warum hat das so nicht Glückssträhne? Na natürlich, jetzt krieg ich das Schlimmste, ne? Sechs, oh nee. Drei. Verdammt! Das ist... Zu viel gewürfelt. Eine 8 hätte ausgereicht. Ja, nach dieser Runde speichere ich mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich würde dieses Schicksal entgegennehmen müssen. Naja, natürlich, es trifft wieder mal mich. Oh, diesmal was Positives. Hey. Danke, Peach. Aber ich muss Kontakt zu Bowser vermeiden. Komm, wirf eine 1. Das gibt's nicht. Oh, Marius Big Band. Machen wir jetzt eine Musikkarriere? Ah ja, hoffentlich. Ah ja, und ich bin der Dirigent. Hey, jetzt werd bloß nicht ungeduldig, ihr Zuschauer. Ihr bekommt was geboten.
Naja, das war doch klar, dass ich der Sieger bin. Ich hab's auf Perfect gemacht. Also Daumen hoch für diesen Part und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.